Mäuse. Ruhig. Hey. Die Mäuse sind 8 Mönchs- und Gänsegeier mit Flügelspannweiten bis zu 3 Metern. Deshalb darf FÖJler Max in ihrem Gehege auch noch nicht alleine sauber machen. Geierdame Samira fängt auch prompt an, bei ihm Grenzen auszutesten. Mein Eimer, da kriegst du nichts raus. Ja, ja. Wenn sie spielen will, ne, nicht mit ihr diskutieren, also nicht, dass du ihr großartig was wegnimmst, musst du einfach weiterarbeiten. Hier, gucken. Guck mal, jetzt zeigt sie, dass sie erregt ist. Ja. Einfach ein bisschen ignorieren, aber im Auge behalten. Die Körpersprache zu deuten, das ist halt für jemanden, der noch nicht lange dabei ist, sehr schwierig. Und wenn man jemanden hat, der das wirklich deuten kann, ist das sehr hilfreich zu sehen, okay, wenn der Vogel sich so verhält, meint er das. Das dauert halt auch ein paar Jahre, bis man das drauf hat. Muss man dann halt erklären, also zu erwarten, dass das von alleine, irgendwann lernt man es von alleine, aber dann halt durch Schmerz. Aber bei den meisten Greifvögeln, auch bei Uhu-Weibchen Lilly, darf Max inzwischen alleine ins Gehege zum morgendlichen Saubermachen. Schon lange hat er davon geträumt, hier einmal richtig zu arbeiten. Denn seit einem Praktikum, das Max mit 13 Jahren im Falkenhof machen durfte, ist er von Greifvögeln fasziniert. Bei diesen Tieren merkt man tatsächlich auch, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, es ist nicht so, dass die stumpf wären. Man baut eine Verbindung zu denen auf, es ist ein Vertrauensverhältnis und das ist, finde ich, einmalig mit einem Wildtier. Und wenn sie ihm vertrauen, dann lassen sie sich von Max auch völlig tiefenentspannt zum Wiegen bringen. Jeder Greifvogel kommt hier morgens auf die Waage. Das gehört wie das Putzen zur täglichen Routine. Ein anderes Uhu-Weibchen, Lulu, war heute noch nicht dran. 2253. Nur so können sie die Gesundheit der Tiere verlässlich überwachen. Ein Greifvogel zeigt so an sich nicht, ob er krank ist. Das wäre in der Natur ein gefundenes Fressen für den nächsten Greifvogel. Das heißt, das macht es auch für uns schwierig zu erkennen, geht es meinem Vogel jetzt gut. Was der Vogel aber nicht verheimlichen kann, ist, ob er nachts Gewicht abgenommen hat oder nicht. Lulu ist topfit und soll heute nach wochenlanger Winterpause zum ersten Mal wieder für die Flugshow trainieren. Deshalb ist Max nicht ganz sicher, ob sie es sich auf der Startplattform nicht einfach nur gemütlich machen wird. Und auch Weißkopfseeadler Indiana soll heute wieder durchstarten.